Mit dem SM30 stellt Merlo 1981 den ersten Teleskoplader mit den typischen Merkmalen heutiger Maschinen vor. Das Fahrzeug hat 4 gleich große Räder. Die Allradlenkung ist variierbar. Der Antrieb erfolgt hydrostatisch. Der Oberwagen des Merlo SM30 verfügt schon damals über den von Merlo patentierten Seitenschub, der auch heute noch als Alleinstellungsmerkmal der Marke gilt. Dabei kann der Oberwagen und mit ihm der Arm einfach per Knopfdruck nach rechts oder links verschoben werden. Ein umständliches Versetzen des Teleskopladers, um die ideale Ladeposition zu finden, wird damit hinfällig. Der kompakte SM30 wird damals vor allem in der Baubranche eingesetzt. Bei der Entwicklung sind damals viele Kundenwünsche eingeflossen. Die sogenannte Panoramic-Serie startet 1987. Mit dem Panoramic XS wird weltweit der erste Stapler angeboten, dessen Motor seitlich gelagert ist. Auch heute ist die 360-Grad-Rundumsicht immer noch ein fester Bestandteil jedes Merlo-Teleskopstaplers. 1987 ist es jedoch ein Novum und möglich, weil das Chassis angepasst wird und der Motor seitlich und zum Teil unter Flur liegt. Neu außerdem der Niveauausgleich. Mit ihm können bis zu 10% der seitlichen Bodenneigung ausgeglichen werden. Damit wird der Teleskoplader zum unschlagbaren Gerät für punktgenaue und vor allem standsichere Umschlagarbeiten. 1991 präsentiert Merlo mit dem P26 SC den weltweit ersten Kompaktteleskoplader. Er hat eine Tragkraft von 2 Tonnen und setzt Maßstäbe in Sachen Wendigkeit und Abmessungen. Mit Gründung der Heinrichs-Merlo-Teleskoptechnik-Vertriebsgesellschaft wird der Verkauf der Merlo-Technik in Deutschland und Österreich vorangetrieben. Im selben Jahr stellt Merlo die Panoramic EV-Serie vor, die speziell für die Landwirtschaft konzipiert ist. Basis dieser Lader ist der Panoramic XS. Die Landwirtschaftslader zeichnen sich durch den Rundstahlgürtel und die Großkabine aus. Sie können auf Wunsch auch mit starrer Achse geordert werden. Damit entfällt jedoch der Seitenschub und der Niveauausgleich. 2001 stellt Merlo den Multifarmer vor. Dieser neue Teleskoplader verfügt als erster seiner Art über eine mechanische Heckzapfwelle mit voller Kraftübertragung und einen Dreipunktkraftheber. Ab 2004 können bei Merlo viele Modelle mit 2 neuen Schwingungsdämpfungssystemen bestellt werden. Das Boom Suspension System, kurz BSS, ist am Hubzylinder tätig. Die Electronic Active Suspension, kurz EAS, setzt an der Vorderachse an. Einen Meilenstein präsentiert Merlo 2010 mit dem Kompaktteleskoplader P25-6, dem bis dato kleinsten Modell von Merlo. Nur 1,80 Meter breit und etwa 1,90 Meter hoch agiert er auf begrenztem Raum, wo es oft um Millimeter geht. Merlo stellt den Multifarmer 409 CS vor. Mit neuer Kabine, den bewährten Teleskopladermerkmalen, überzeugt der Multifarmer 409 CS vor allem durch den leistungsstärksten Hydrostaten der Merlo-Geschichte. Mit 156 PS und verstärktem Chassis hebt er bis zu 4 Tonnen mit dem Arm und etwa 7 Tonnen mit dem Hubwerk. Wieder ein Meilenstein aus dem Hause Merlo, der ähnlich richtungweisend wie der SM30 aus den beginnenden 80er Jahren ist. Wer heute glaubt, ein Teleskoplader ist ausschließlich zum Verladen gedacht, der irrt. Seit dem Beginn der 80er Jahre hat sich an der grundlegenden Konstruktionsidee nur wenig geändert.